Jo, herzlich willkommen, liebe FitFam-Gemeinschaft. Ich bin der Stefan, ich bin Physiotherapeut und ich darf euch heute herzlich willkommen heißen zu unserer Rückenschule. Ja, Rückenschule. Viele wissen oder viele haben das Problem vor allem auch, dass sie im Alltag einfach mit Rückenschmerzen oder Probleme der Rücken, der Wirbelsäule einfach umeinander laufen. Ja. Und ja, wir gehen auf das Thema heute ein bisschen näher ein und ich werde euch Tipps und Tricks geben, einfach wie ihr dem Ganzen vorbeugen könnt. Genau, die Wirbelsäule besteht ja aus mehreren Segmenten oder Abschnitten. Ja. Wir haben auf der einen Seite einmal die Halswirbelsäule, wir haben die Brustwirbelsäule und ganz unten kommt die Lendenwirbelsäule mit dem Iliosakralgelenk. Ja. Also das ist der Übergang zwischen Wirbelsäule zum Becken. Genau. Und in dem ersten Video werden wir sie heute vorwiegend mit der Lendenwirbelsäule beschäftigen, ja, weil das einfach der große Bereich ist, wo die meisten Menschen einfach im Alltag ihre Probleme haben. Wir kennen es oder viele kennen es von euch, du hebst was Schweres, auf einmal macht es einen Stich in der Lendenwirbelsäule, du kannst nicht mehr gescheit aufrichten, kannst nicht mehr gescheit vorbeugen und genau, was ist einfach wichtig, damit man solche Schmerzen vorbeugen im Alltag? Ja? Auf der einen Seite ist natürlich die Mobilität der ganzen Gelenke, also genauso auch der Wirbelsäule, sehr wichtig. Genauso auch die Stabilität. Ja? Mobilität erlangt man einfach durch gewisse Bewegungsabläufe und Dehnungen. Und die Stabilität erlangt man einfach durch das Kräftigen der Wirbelsäule, genauso auch durch den Rumpf. Ja? Weil die Wirbelsäule nicht nur durch die Rückenstrecker oder Rückenmuskulatur stabilisiert und gestärkt wird, sondern der ganze Bauch-, Brust- und Rumpfbereich ist ein wesentliches Thema, der da auch nie fehlen darf. Genau. Wir starten jetzt einfach mal mit der Mobilisation der Wirbelsäule, der Lendenwirbelsäule. Ich habe mir ein paar Übungen einfallen lassen, die ich euch jetzt an die Hand gebe. Ich hoffe, ihr könnt euch was mitnehmen und wünsche euch einfach viel Spaß damit. Starten da mal mit Einrollen und Strecken, ja. Das heißt, man kann das Ganze auch im Stehen machen oder eben im Kniestand. Wir starten bei der Halswirbelsäule, wir rollen die Wirbelsäule ein und gehen so weit wie möglich nach unten. Da halten wir die Position 2-3 Sekunden und dann rollen wir von unten nach oben wieder aus, bis wir wieder in der Streckung sind. Tief und ruhig dabei atmen. Genau. Zweite Übung ist das Durchstrecken der Leiste oder des Beckens Richtung Boden. Das heißt, wir gehen in eine Streckposition, Beine sind beieinander, Stütz der Hände und dann schauen wir, dass wir das Becken bzw. die Leiste Richtung Boden drücken. Ja? Wir schauen da bei den Schultern, dass wir immer unter Spannung stehen. Das heißt, wir drücken sie raus. Und Fokus ist wirklich am Becken, das Becken geht Richtung Boden. Das halten wir jetzt eine Minute. Da knackt es dann teilweise auch schon bei ein paar. Und
auch wenn einige jetzt einen leichten Schmerz oder Ziehen verspüren, ja, da jetzt bitte nicht davon zurückschrecken, solange das in einem Schmerzbereich ist, der, sage ich jetzt einmal, angenehm ist, kann man da ruhig in den Schmerz hineingehen. Wenn es natürlich zu viel wird, dann bitte einfach Spannung rausnehmen, Zug rausnehmen und einfach ein bisschen retour gehen. Bei vielen kann das Ganze auch nur so ausschauen. Ja? Menschen, die einfach nicht so beweglich sind, nicht so mobil sind, die kommen vielleicht noch nicht so weit, aber auch nicht, auch da nicht verzagen, es wird von Mal zu Mal besser. So, dann. Wenn dann eine Minute rum ist, gehen wir kurz raus und machen dann nur eine kleine Abänderung, und zwar winkeln wir jetzt das rechte Bein ab, und was passiert? Wir kriegen eine kleine Rotation der Lendenwirbelsäule rein, und es kommt mehr Zug auf der gegenüberliegenden Seite. Ja? Das heißt, ist das rechte Knie abgebeugt, verspürt man mehr Zug in der linken Leiste. Das auch wieder eine Minute halten und dann kommt der Seitenwechsel. So, Seitenwechsel. Auch da wieder Fokus immer am Becken, Becken Richtung Boden. Und schön auf Zug gehen. Sehr gut. So, aus der Position gehen wir dann in den Sitz. Fersen zusammen, Knie angewinkelt. Und jetzt haben wir gerade bei den vorigen Übungen die Vorderseite geöffnet. Ja. Jetzt machen wir das Ganze mit der Rückseite. Das heißt, Knie lassen wir nach außen fallen. Und wir ziehen sie dann mit dem ganzen Oberkörper nach vorne und rollen uns wieder ein, sodass die Rückseite der Wirbelsäule öffnet. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist zu wenig Spannung, dann könnt ihr euch auch mit den Händen bei den Füßen nehmen und nur einen Zug über die Hände machen. Sehr gut. Jede Übung ist natürlich auch bitte von euch selbst variierbar. Das heißt, ob ihr die Übung jetzt eine Minute halt oder zwei Minuten halt, das könnt ihr selber entscheiden. Genau, wir bleiben gleich in der Ausgangsposition und gehen in den Twist. Das heißt, linker Arm, linke Hand greift über das rechte Knie und wir verdrehen sie jetzt einfach einmal
mit dem ganzen Oberkörper nach rechts und schauen, dass wir so weit wie möglich kommen. Wieder Spannung über die Hände aufbauen, aber dennoch immer im schmerzfreien Bereich arbeiten. Das heißt, es soll nie zu viel werden. Da wieder Rotation natürlich auch zur anderen Seite. Wieder auf Spannung gehen und Spannung halten. Sehr gut. So, jetzt kommen wir auch schon zur letzten Mobilisationsübung. Sag mal, die ist auch für mich sehr herausfordernd. Und zwar schauen wir, dass wir jetzt in dem Fall das linke Knie im 90-Grad-Winkel am Boden ablegen. Ja? Und aus dieser Position versuchen wir jetzt das rechte Bein gestreckt nach hinten zu bringen. So, und jetzt schauen wir, dass wir das rechte Becken, ja, Richtung Boden oder Richtung Ferse bringen. Ja, bei mir ist da jetzt auch schon Stopp. Menschen, die sehr beweglich sind, sehr mobil sind, die kommen da wirklich sehr weit. Das ist auch ein bisschen meine Schwäche, sage ich jetzt einmal. Und wo noch sehr viel Potenzial liegt. Also, wie gesagt, nicht verzagen, wenn es einmal noch nicht so weit geht. Kann genauso auch so ausschauen, ja, dass das Knie vielleicht immer schauen, dass es am Boden ist. Ja. Aber da wirklich nicht verzagen, es wird von Mal zu Mal besser. Genau, in der Position auch wieder auf Spannung bleiben. Ruhige Minuten drinnen bleiben. Und dann Seitenwechsel. Das heißt, rechtes Knie wieder im rechten Winkel ablegen. Linkes Bein nach hinten. Aufrichten und das linke Becken Richtung rechter Ferse auf Spannung bringen.
Sehr gut. So, das waren einmal alle Übungen im ersten Teil der Rückenschule für die Mobilität der Lendenwirbelsäule. Natürlich gehen alle Übungen auch in die oberen Segmente der Wirbelsäule über. Das heißt, schlussendlich bewegen wir ja immer den ganzen Körper und somit mobilisieren wir auch immer den ganzen Körper und in dem Fall auch die Wirbelsäule. Aber Fokus war jetzt wirklich auf der Lendenwirbelsäule. Genau, jetzt geht es weiter mit der Stabilisierung bzw. mit der Kräftigung. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, bei der Kräftigung ist natürlich der Wirbelsäule immer der Rumpf ausschlaggebend. Ja. Je besser der Rumpf ist, desto besser ist auch die Stabilisierung und die Kraft im Wirbelsäulenbereich. Und deswegen starten wir auch mit dem Plank. Ich glaube, den kennt ja jeder. Wir machen alle Übungen 40-45 Sekunden, haben dann ein paar Sekunden Pause, bis dann in die nächste Übung übergeht. Fersen sind benannt. Dabei ist wichtig, dass wir nicht in Hintern nach oben drücken oder durchhängen lassen. Das heißt, der Körper soll wirklich eine Gerade bilden. Die Handflächen schauen nach außen und so bauen wir Spannung auf. Wichtig ist dabei auch immer, dass das Gesäß auf Spannung ist, das heißt Pobacken an, fest anspannen. Und man wird dann ziemlich schnell merken, dass man anfängt zum Zittern. Ja. Ist allerdings ein sehr positives Zeichen, wenn einfach die Muskulatur stark zum Arbeiten hat. So, nächste Übung ist dann die Kräftigung der unteren Wirbelsäule, das heißt, wir legen die Stirn auf die Hände ab und heben die Ferse Richtung Decke. Auch hier immer hinterm fest anspannen, im besten Fall die Knie nie ganz ablegen. Genau. Nächste Übung, Sideplank. Für Fortgeschrittene entweder in gestreckter Haltung, ja, beziehungsweise für Anfänger kann man das Ganze auch am Knie machen und oberes Bein gestreckt. Ich sage nochmal so. Genau, dazwischendurch immer wieder mal grinsen, weil es macht ja Spaß. Sehr gut. Dann machen wir die diagonalen Rückenstrecker. Das heißt wieder Bauchlage, gestreckte Arme und Beine. Und diagonal jetzt rechter Arm, linkes Bein nach oben heben und die Diagonale wechseln.
Sideplank andere Seite, das heißt einmal umdrehen und Sideplank. Und da immer schauen, Körper soll eine Gerade darstellen, Gesäß immer fest auf Spannung während der gesamten Übung und einbeißen. Sehr gut. Wir bleiben bei den langen Rückenstrecker. Wir gehen in den Vierfußstand und bringen jetzt wieder diagonal Arm und Bein gestreckt und treffen uns dann mit Ellbogen und Knie unterm Körper und gehen wieder in Streckung. Beugung und Streckung. Sehr gut. Nächste Übung ist Bridging. Wenn man möchte, beidbeinig. Das heißt, Gesäß so weit wie möglich durchdrücken und wieder von unten. Fortgeschrittene können das allerdings auch mit einem Bein machen. Das heißt, ein Bein gestreckt und in Streckung gehen. Wobei dann natürlich wesentlich mehr Anteil der Gesäßmuskulatur habe und der Beinmuskulatur. So, letzte Übung. Wieder Dog and Bird, allerdings diesmal die andere Seite. Wieder Ausgangsstellung, Vierfüßler. Treffen und strecken. Jo, ich sage einmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch die eine oder andere Übung mitnehmen können. Man sieht es vielleicht auch für mich noch immer anstrengend und wichtig einfach für eine gesunde Wirbelsäule, für einen gesunden Rücken, ist, dass man das Ganze regelmäßig macht. Ja. Das heißt, vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag kann man ruhig solche Übungen einbauen, egal ob Mobilität oder Stabilität, Kräftigung. Ja. Wer Probleme hat, kann sich auch sehr gerne bei mir melden. Ich bin jeden Freitag im FitFam oder eben online über eigenstephanphysio.com. Genau. Einfach kurze Kontaktanfrage. Ich melde mich bei euch und dann rufen wir sie zusammen. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß mit dem Workout und gesund bleiben.